Hallo ihr Lieben, Olga, Cecilia und herzlich willkommen zurück zum knallharten Tasters. Heute mit Duplo, die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Muss auch mal gezeigt werden, habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Jetzt gibt es ja irgendwie Duplo, weiße Schokolade mit Kokosnuss. Müsst ihr auch mal kaufen, aber ich habe ja eh noch nicht mal das Original rezensiert. Es wird Zeit für längste Praline der Welt. Duplo habe ich mir neutral gegenüber eingestimmt. Not a Fangirl, fand es auch nie wirklich schlecht. Halt so komplett die goldene Mitte. Irgendwie will ich nicht so richtig rauskommen, ja, die Praline. Tja, jetzt natürlich die Frage, was ist eigentlich eine Praline, ne? Wir hatten das Thema schon mal. Für mich ist es einfach nur ein Schokoriegel. Und ja, so sieht's aus. Abgebrochen, aber hey. Stell dir einfach vor, es wäre noch ein bisschen länger. So, Duplo. Also Schokolade mit Nussfüllung und Waffel. Gucken wir mal. Sehr süß. Süße Schokolade und so eine Waffel drin und ganz viel Haselnusscreme. Ich habe mir gehört, Pralinen immer so eine Cremefüllung. Das ist halt die Haselnuss. Also, ihr könnt sagen, das ist so ein richtig süßer Schokoriegel mit Waffel drin und Haselnusscreme. Das ist Duplo. Schmeckt eigentlich ganz lecker, aber jetzt irgendwie nichts Besonderes so. Gefühlt jede Schokoladenbrand hat eine Schokolade mit Haselnusscreme. Oder mit Nougat-Geschmack und schmeckt dann so ähnlich wie Duplo. Deswegen finde ich Duplo jetzt nichts Besonderes. Auch wenn es schmeckt. Sehr, sehr süß. Aber ich mag sowas. Ich glaube, die Schokolade ist schon sehr süß. Und die Haselnusscreme, die macht es wirklich nicht gerade besser. Wer auf süße Sachen steht, sollte Duplo definitiv mal ausprobieren. Ich weiß nicht, er findet das Rad nicht neu, ist jetzt nichts Besonderes. Die längste Praline der Welt, ja, mag lang sein. Ist für mich einfach ein Schokoriegel mit Nougatfüllung. Und ein bisschen Knusper-Knäuschen. Bisschen Waffel drin. Aber wie gesagt, eigentlich nichts Besonderes. Schmeckt aber trotzdem ganz gut. Ich sag mal so, ich gebe mal 6,7 von 10 Punkten. Heute ganz krumme Zahlen. Hau mich nicht vom Stuhl. Schmeckt aber ganz gut. So, ein bisschen über den Durchschnitt. Würde ich sagen. Ja, das war's auch schon. Manchmal gehen die Tests echt schnell, aber ich denke, Duplo sollte man mal gezeigt haben, wenn man so viele Produkt-Reviews schon gemacht hat. Und jetzt habe ich Duplo nach 100 Jahren endlich mal wieder gegessen. Habe ich es vermisst? Nicht wirklich. Wie gesagt, ich finde es halt nicht so besonders. Aber lecker ist es trotzdem. Wobei mir jetzt auch eins davon reicht. Also wenn man so eine Packung Duplo kauft, sind irgendwie immer so 10, 12 Stück drin. Das ist einfach too much. Das ist einfach zu süß, um die jetzt die ganze Zeit zu snacken. Deswegen 6,7 von 10 Punkten ist ganz angemessen, I guess. Eure Meinung zu Duplo. Würde mich mal interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann bin ich auch schon wieder weg. Das war's für den Tastest. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter,
Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!